doch irgendwie irre. Aber es ist die Wahrheit. Du musst erstmal die Vergangenheit bewältigen. Deine Sünde, sie nagt an deinem Leben. Es ist dem Menschen gesetzt, zu sterben und danach das Gericht. Irgendwann schlechte Aussichten für dich. Denn was du heute siehst, wirst du ernten. Die Sünde setzt sich fort. Du denkst immer, das sieht keiner und das hat keine Wirkung. Nee. Wenn du, je älter du wirst, umso unausstehlicher wirst du. Kennst du so alte Leute? Ich war 13 Jahre lang ambulanter Pfleger. Die unausstehlich sind, kennst du so alte Leute, die nur noch gefangen sind in ihren Strukturen? Stellen Sie sich mal vor, Methusalem, damals die alte Welt, die im Wasser unterging, war ein Vorbild, wie alte Menschen nach 800 Jahren, welche Bosheit aus denen herausspringt. Sie sind so gerissen und so schlimm gewesen, dass Gott sagt, jetzt kommt die Sündflut. Übrigens nicht die Sintflut, sondern die Sündenflut. Die richtigen Bibeln vor 150 Jahren waren, da steht Sündflut. Gott musste das tun. Aber Liebe Leute, wo ihr Wort nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt, am Ende muss gelöscht werden. Die erste Welt ging im Wasser unter und die nächste wird im Feuer untergehen. Petrus, das musst du löschen. Das musst du löschen. Das Feuer brennt. Ich suche Menschen, die heraus wollen. Lassen Sie sich erlösen von Christus, denn die Welt brennt. Es klingt so ein bisschen fantastisch, wenn ich das hier so sage. Okay. Feuer hält. Ich will dich löschen, denn du brennst. Wir brennen nicht. Wie ein Brandschein aus dem Feuer wurde ich gerettet. Ich brannte schon und der Herr war gnädig über mich. Über mein Leben hat er gewacht. Und weil er so gewacht hat über mein Leben und weil er so besorgt war über mich, hat er mich gelöscht. Ich brannte ja schon, hat er mich gelöscht. Gott ist ein Gott, der das Feuer nicht ausstehen will. Er will nicht, dass du ins Verderben läufst. Er will nicht, dass du wegen deiner Schweinerei untergehst. Irgendwo in den ewigen Feuersee. Das will er nicht. Sondern Gott hat beschlossen, ich sende meinen Sohn und der macht genau das, was ich will. Denn der Ratschluss Gottes vor den Zeiten ist ergangen. Da war noch kein Engel geschaffen, da war noch keine Erde, kein Tier, kein Mensch geschaffen. Da hat Gott gesagt, willst du für mich leben? Es wird hart. Du wirst am Kreuz enden. Es wird sehr, sehr hart. Und der Sohn sagte, mit Augenzwinkern. Es war der Ratschluss Gottes, da war niemand dabei. Und die Gnade Gottes ist erschienen, dass das Evangelium nur ja jedem verständlich gesagt wird. Und so gingen viele Missionare, übersetzten die Bibeln in tausend von Sprachen, in Stammessprachen. Und heute sagt man, nee, lass die Indianer Indianer sein. Die haben ja ein Manitou. Sei doch tolerant, die gehen zwar unter, in das ewige Feuer, in den ewigen Feuersee. Und es muss gelöscht werden. Aber lass die doch ihre Götzen haben. Lass die doch ihren Götzendienst tun. Aber wir, die katholische Kirche, die betet ja auch die Hostie an. Ist ja auch Götzendienst. Die betet ja zu Heiligen, anstatt zu Gott, dem die Ehre allein gebührt. Der Ruhm gebührt nur Gott allein, keinem Heiligen. Ist ja auch Götzendienst. Wenn du an jedem Ort
einen Heiligen anbeten kannst auf der ganzen Erde, das ist Götzendienst, ja, wenn du von verschiedenen Orten überall einen Heiligen anbeten kannst. Das ist Götzendienst, überall, universell. Sozusagen mit, kannst mitschleppen den Götzen Bonifatius oder was weiß ich, oder Maria oder St. Anna. Gibt ja so viele. Götzendienst. Fangen Sie an, Jesus ist für Gott, von Gott ausgegangen und hat das wirklich in seinem Kopf gehabt. Stracks ging er nach Jerusalem. Er wusste, was ihm blühte. Er hat es vorher gewusst. Er hat es immer wieder angekündigt. Der Sohn wird sterben und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und die Jünger haben gedacht, was redet der bloß? Was redet der bloß von Auferstehen? Was ist das? Aber keiner wollte mit Jesus wirklich das geklärt wissen, weil sie dachten, er ist mir so komisch, so ominös, das kann ja nicht wahr sein. Das glaubt ja auch heute keiner, die gehen ja alle vorbei, wenn ich sage, er ist wahrhaftig auferstanden. Außer die Orthodoxen, die verkünden das in ihren Kirchen. Aber das ist auch wieder nur zeremoniell. Gott will, dass in seinem Herzen du auferstehst. Dass du selber von Neuem geboren wirst. Dass du selber ein Schmetterling wirst, in den Himmel fliegst. Dass du selber wie ein Kind wirst. Ein Glaube wie ein Kind hast. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich der Himmel eingehen. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Himmelreich nicht einmal sehen. Bleibst du außen vor. Schrecklich! Ich wünsche es keinem, mit Gott in den Ring zu steigen. Wenn ich wüsste, Klitschko würde morgen mit mir kämpfen, ich würde Geld ihm geben, nur ja nicht mit einem von den Brüdern Klitschko boxen zu müssen. Aber stell dir vor, du boxst mit Gott, du hast keine Chance. Am Ende der Zeiten ist ein Gericht. Darf ich dich daran erinnern? Gott ist gerecht. Gott musste deswegen auch gerecht sein, weil du hast ja auch Dreck am Stecken von anderen Menschen. Der muss ja auch den anderen richten. Ja, den anderen muss er, du bist ja nicht alleine. Du musst ja auch die anderen Menschen alle richten. Aber Gott hat es gefallen, den Sohn zu zerschlagen. Gott hat es gefallen, weil er eben gerecht ist und nicht nur der liebe Gott ist. Deswegen musste Jesus sterben, weil er das aufwiegen musste. Genau das musste er aufwiegen, was wir verbrochen haben. Unsere Sünden und unsere Schweinereien, die keiner redet, wo keiner etwas sagen will. Unsere Heiligkeit. Alle Lüge. Jeder, der berühmt wird, schreibt ein ominöses, ein obszönes Buch. Die Welt geht echt unter. Billy Wilder oder Ozzy Osbourne. Alle durch Frechheit, durch Obszönität sind sie berühmt geworden. Der letzte Mann wird der Antichristus sein. Und er wird sich verstellen. Und er wird aus der Asche, aus dem Abgrund, wird das Römische Reich wiedererstehen. Was verbindet Europa? Das ist das Römische Reich. Hitler war ein Abgrund. Aus der Asche des Zweiten Weltkrieges wurde das Römische Reich wieder emporgehoben. Die römischen Verträge. So sind die, haben Sie schon mal überlegt, 57 haben die, das übrigens auch an diesem Tag, heute genau, vor 50, wie viele Jahren? 60. 70 Jahre? Ja. 60. Heute genau, vor 60 Jahren, sind die römischen Verträge in Rom beschlossen worden. Haben Sie sich mal überlegt, ja, die Renaissance zum Beispiel. Welchen Kunststil machen wir? Von der Toskana, von Italien aus. Und alles sagte Rom. Wir müssen Rom wieder leben lassen. Das ist es. Alle gucken zurück, sie gucken nicht nach vorne. Leben wird ja normaler, bekanntlich nach vorne gelebt. Du brauchst eine Hoffnung, du musst was unternehmen. Alles guckte nach Rom in der Renaissance. Und heute, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo gucken die Menschen hin? Rom! Wo wollen sie es machen? Da hat der Engländer gesagt, London. Ja, ich weiß nicht, wie die hießen, das waren ja ominöse Gestalten, außer Adenauer.
Adenauer war wirklich ein europäischer Vater. Aber die anderen, glauben Sie nicht, dass das wirklich Gründerväter waren. Aber Adenauer war ein zerbrochener Mensch. Er war im Gefängnis unter Hitler. Adenauer hat das durch... Er war ein... Wie Gott... Gott lebt in denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Ein zerbrochenes Gemüt wird Gott nicht wegschicken. Adenauer war so ein Mann in der Buße. Der wusste, ja, ich mache damit für das Gute. Das war Gründerväter. Aber die anderen, das war ja nur bitte. Kommen Sie doch zu Jesus. Das, was euer Wunsch vereint, ist die christliche Botschaft. Die Bergpredigt, die Liebe der Feinde. Das kommt zum Beispiel bei Erdogan, welche Eskapaden der jetzt gezeigt hat. Ja? Und Deutschland, liebet eure Feinde. Ja? Zum Beispiel hält Angelika Merkel hält den Mund. Da kommt zum Tragen die Prägung von Europa. Viele sagen, hey, jetzt haut doch mal auf den Tisch. Sag doch mal, was los ist. Die Bergpredigt, das vereint Europa. Sanftmut, die Sanftmut Jesu, das ist das, was besonders ist. Und da kommen Sie zu Jesus, dass er der ist, der seinen Ruhm nicht teilt. Er wird am Ende den Weltbrand löschen. Nicht ich mit dem Feuerwehrhut, sondern Jesus wird diesen Weltbrand einmal zu Ende machen. Armageddon, Sie haben den Film sicherlich gesehen, aber so wird es nicht sein. So wie dieser Film wird es nicht sein. Aber lesen Sie die Bibel, da stehen diese letzten Kapitel der Weltgeschichte genau enthalten. Auch über das Römische Reich, auch über den Antichristus, auch über die Hure Babylon, auch über die falsche Kirche, die einen Götzendienst zelebriert, über alle ganze Welt. Schrecklich, Gott hält die Ohren zu. Wie kann er die Gebete erhören, die falsch dargeboten werden? Nicht im Glauben, im schlichten, einfachen Vertrauen Gott gegenüber. Aber wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Herrn Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Wer nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein Wort, das müssen Sie erstmal verdauen. Bleiben, das heißt jetzt, im Moment, ist der Zorn Gottes über Sie. Wissen Sie das? Kommen Sie, denn es brennt. Ich bin hier der Feuerlöscher. Es brennt um Sie herum. Sie müssen es wahrnehmen. Aber die Bibel sagt auch, keiner ist verständlich, nicht einer. Wenn ich predige, wenn ich dich schicke zum Predigen, nicht einer ist verständlich. Niemand wird hören. Jeremia war ein Prophet, einer von den Großpropheten. Dem wurde gesagt, niemand wird dich hören, aber ich sende dich trotzdem. Geh, verkündige einem abgefallenen, ehebrecherischen Geschlecht den Faden in Jesu nochmal auf. Verkündige denen, wo das Leben zu finden ist. Nicht im Tempel, in ihrem Götzendiensttempel, wo sie alle Götter nebeneinander gestellt haben. Genau das, was vor der babylonischen Gefangenschaft, vor dem Gericht Gottes, vor dem absoluten Fiasko, denn der Tempel ist zerstört worden. Ja. Genau das, was die Römer 70 nach Christus taten. Genau das. Die Kirche ist so abgefragt heute. Jeder lebt nach seiner Fassung. Wir verkünden sozusagen den alten Fritz mitten in der Kirche. Aber wir wissen nichts von Gott. Und in der Bibel steht drin, wer Gott ist. Gott ist nicht so, wie du ihn dir ausmachst. Wenn du ein Auto kaufst, dann kannst du nicht Benzin in den Diesel bringen, sondern du musst den Hersteller fragen. Du musst die Gebrauchsanweisung lesen, wie das Auto zu handhaben ist. Und genauso ist es mit Gott. Du musst erstmal lesen, die Gebrauchsanweisung für dein Leben. Und das steht in der Bibel drin, wie du leben sollst, wer Gott überhaupt ist, wie du gesündigt hast und wie du raus musst aus der Schusslinie. Denn deine eigene Sünde wird dich irgendwann finden. Da
dann ist zu spät. Dann ist zu spät. Mein Bruder hat sich das Leben genommen. Und da war es zu spät. Es war zu spät, Leute. Es gibt im Himmel ein, es gibt ein zu spät. Und in der Hölle wirst du tausendmal, aber tausendmal sagen, warum habe ich bloß nicht geglaubt? Zu spät, es ist zu spät. Ich war nur beim Karneval. Mein ganzes Leben war ein Spiel mit der Sünde. Ich war immer unterwegs nach Fleisch, nach Sexismus. Ich war immer unterwegs. Ich habe, meine Frau hat abgetrieben. Ich habe geklatscht, als sie abgetrieben hat. Alles Sünde, es war Sünde. Mein Leben, es ist zu spät. Ich würde es gerne wieder zurückholen wollen, aber es ist zu spät. Leute, in Ewigkeit seid ihr dazu verdammt, diesen Satz sagen zu müssen. Es ist zu spät. Aber heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Verstock dich nicht. Verhärtet es dich nicht, sagt Jesus Christus. Sondern komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch täglich Brot geben mit allem, was dazu gehört, mit all deinen Bedürfnissen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Aber trachtet zuerst nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Reich, so wird Jesus Christus, das sage ich und das habe ich erlebt, sich verwenden für dich. Er wird genau das, was du wünschst, geben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen mit deinem Leben. Mit deinem Schicksal wird es wohl machen. Gepriesen sei dieser Gott, der Gutes im Sinn hat. Er will nicht, dass du untergehst, wie die Titanic unterging. Er will nicht, dass du dein Leben in den Sand setzt, wie an der Börse, wenn du nicht umgehen kannst mit Geld. Oder wie Lehman Brothers, die die Krise eingeleitet haben, die auch nicht umgehen konnten damit. Wir wissen wenig. Wir wissen nicht alles. Der Mensch ist begrenzt und er sollte auch die Furcht Gottes nicht aus den Augen verlieren. Denn die Furcht Gottes ist der Anfang zur Weisheit. Das ist das Bildungsziel in Bayern für jeden Schüler. Die Furcht Gottes soll in der Schule den Kindern beigebracht werden. Mögen wir das doch tun. Und ich bitte auch, beten Sie für die Lehrer. Denn sie haben nicht nur eine Pippi Langstrumpf, sondern alle sind hyperaktiv. Nur eine ist vielleicht vernünftig. Der muss dann die Schule wechseln. Der muss dann irgendwie weg, weil er nicht mehr kann. Oder wir haben schon mal am christlichen Büchertisch Informationsstand mit einem Lehrer gesprochen. Der ist entlassen, suspendiert, weil er anfing zu schlagen. Er konnte nicht mehr. So freche Kinder in der Schulklasse. Er konnte nicht mehr. Er ist die Hand ausgerutscht, ist er suspendiert worden. Beten Sie für die Lehrer. Denn es gibt wirklich schlechte Zeiten. Die Kinder werden ja von N24 erzogen. Die Kinder werden ja von den Programmen erzogen. Von Trickfilmen, von South Park, von frechen Dingen. Oder die Simpsons. Die Eltern haben ja gar nicht mehr das Hoheitsrecht. Elberfelder ist gut. Möge Gott gnädig sein auf unserer Gesellschaft.